Hallo zum Sport am Montag. Heimspiel für die TuS Metzingen in der ersten Handball-Bundesliga. Zu Gast war der Buxtehuder SV und unser Gast vor der Partie war Manager Ferenc Roth. Ferenc Roth, Heimspiel für die Tussis gegen den Buxtehuder SV. 16 Punkte habt ihr auf dem Konto, der Gegner 10. Favoritenrolle doch recht deutlich verteilt, zumal ihr ein Heimspiel habt. Ja, recht deutlich. Was ist recht deutlich? Sehr ausgeglichene Liga, glaube ich. Zwei junge Mannschaften, die ein Riesenpotenzial haben. Wir müssen in der Abwehr uns ein bisschen besser präsentieren mit den letzten paar Wochen. Das haben wir vor. Und unser Spiel durchziehen und schnell nach vorne und gute Kombinationen. Ja, wir wollen natürlich unbedingt die zwei Punkte hier halten, aber das wird nicht ganz einfach, das wissen wir. Personell sieht so aus, Hübner Degenhardt verletzt und dann auch noch die schwere Verletzung Obradovic, erneut Kreuzbandriss, das ist natürlich eine richtig bittere Geschichte. Ansonsten alle Damen soweit an Bord? Ja, alle an Bord. Svenja Hübner hat auch einen Mittelhandbruch. Ja, aber das wussten wir natürlich, sehr, sehr schade für Maria. Ja, aber sie war auch nicht ganz fit, deswegen jetzt ist sie jetzt momentan nicht eine ganz, ganz große Auswahl. Aber für die nächsten 6, 7, 8 Monate natürlich wird sie fehlen und ja, es tut uns natürlich weh. Absolut. Auf was wird es heute ankommen? Du hast es schon erwähnt, Buxtehuder ist eine junge Truppe, also ihr müsst vor allem im Vergleich auch zum Neckar-Sulm-Spiel ein bisschen kompakter stehen insgesamt. Ja, die spielen eine ähnliche Spielweise wie wir aus der beweglichen Abwehr. Die haben zwei Formationen, bewegliche 6-0 oder 5-1 Deckung. Und dann gehen die ab, die zwei Außen sind richtig schnell. Ich glaube, die sind die zwei Haupttorschützerinnen beim Buxtehude. Und die machen Druck, versuchen die einfache Tore zu machen. Ja, wir sollen das natürlich verhindern und sie ins Positionsangriff zu zwingen und natürlich dann gut verteidigen, Torhüter so ein paar Bälle halten. Und eigentlich sollen wir das Gleiche umsetzen, was Buxtehude auch vorhat. Einfache Tore und natürlich über Kombinationen auch gute Lösungen. Okay, Ferenc, dann schauen wir, ob das klappt und gucken dann danach auf die Auslosung. Erst der Liga-Alltag, erst das Spiel gegen Buxte. Vielen Dank. Danke auch. Zunächst freuen wir uns gemeinsam mit dem Tussi Fund auf die Partie gegen den BSV. Auch bei den Gästen fehlten mit Torfrau Antje Pevilling, Jessica Oldenburg und Lone Fischer drei wichtige Spielerinnen. Fischer ist mit 57 Toren die beste Schützin. Dafür war Torhüterin Lea Rüther nach Meniskus-OP wieder dabei und spielte von Beginn an. Mit 10-12 Punkten steht das Team von Trainer Dirk Leun aktuell auf Platz 7. Nach der Begegnung wurden ja die Halbfinalpaarungen für das Final Four Pokalturnier im Mai in Stuttgart live in der Öschhalle ausgelost. Die war übrigens mit 1050 Zuschauern ausverkauft. Die TuS um Spielführerin Marlene Zapf sammelte nach 10 Spielen 16-4 Punkte, die reichen zu Rang 4. Punktgleich mit dem Tabellendritten, dem Thüringer HC, die SG BBM Bietigheim, die ja in der kommenden Saison vom Ex-Pfullinger, Ex-Neuhäuser und Ex-Balinger Markus Gaukisch trainiert wird, hat 3 Minuspunkte. Ja, und die vom Ex-Metzinger gecoachte Borussia aus Dortmund steht mit weißer Weste an der Spitze. Seit 7 Spielen sind die Damen von Trainerin Edina Roth ungeschlagen. Zuletzt gab es in Neckarsulm einen, Zitat, Zapf, Arbeitssieg. Vor allem in Sachen Abwehrarbeit fordert die Trainerin eine Steigerung. Offensiv läuft es dagegen richtig gut. Los geht's, erster Angriff des BSV und erste Parade von Matita Kohorst im Duell gegen Lisa Prior. Patricia Kovac sorgte für den ersten Treffer und das war Marlene Zapf. Die Spielführerin wurde ja für einige überraschend von Bundestrainer Henk Gröner nicht für die WM im Dezember nominiert. Zuvor scheiterte Dorina Korsos an Rüther, aber Zapf versenkt den zweiten Ball. Gleich auf Betriebstemperatur zeigte sich Matita Kohorst. Der Wurf von Friederike Gubernatis kein Problem für die 23-Jährige. Im Angriff kamen aber beide Teams nicht so richtig in die Gänge. Maike Schirmer nach Fischer, zweitbeste BSV-Torschützin in dieser Runde, zielt zu genau. Auf der Gegenseite macht es dann Korsos nach Pass von Kovac mit der gleichen Variante besser. Sie zielt ganz genau.
Und nochmal die beiden im Zusammenspiel. Dieses Mal schleicht sich die links außen an den Kreis und wird von Kovac prima in Szene gesetzt. Nach 10 Minuten führen die Tussis mit 5:2. Erste Auszeit durch Gästecoach Dirk Leun. Und das war Annika Lott. Sie kam aus Leverkusen. Die Damen aus der Nähe von Hamburg blieben aber weiter harmlos. Kohorst nagelte die Hütte zu, zudem waren die Würfe einfach zu unpräzise oder mit zu wenig Schmackes. Auch die Gastgeberinnen mit Sand im Getriebe, zudem zeigte sich auch Lea Rüther in der Anfangsphase gut aufgelegt. Und so sahen die Zuschauer dann viele Paraden und wenig Tore. Ausnahme Dorina Korsos, die nutzte alle drei Chancen eiskalt. Schöner Lupfer nach Tempo-Gegenstoß. Aber es gab auch einige technische Fehler und so blieb der BSV in Schlagdistanz. Lisa Prior mit schönem Anspiel an den Kreis und die Dänin Christina Haurum vollendet. 7:5 der Zwischenstand in Minute 24, also nur alle 2 Minuten fiel ein Treffer. Doch jetzt schalteten die Pink Ladies einen Gang hoch. Kohorst hielt weiterhin stark. Und vorne führte jetzt Weltmeisterin Delilah Amega Regie und packte gleich mal diesen Hammer aus. Und nach der niederländischen Fackel gab es kurz danach eine aus Südtirol und zwar durch Annika Niederwieser. Und das ist keine Wiederholung, die 27-Jährige mit dem 10:5, na also. Und der Lauf war noch nicht zu Ende. Achtung, da kommt die zweite Weltmeisterin aus den Niederlanden angeflogen, Bo van Wetering. Durch 4 Tore in Folge binnen 3 Minuten zog der Tabellenvierte mal eben davon. Für den BSV gab es kaum noch ein Durchkommen und vorne platzte der Knoten. Amega mit dem langen Ball zu Katarzyna Janiszewska. Jo! So, die letzte Spielminute in Durchgang 1 und da haben wir noch 2 Tore für sie. Zunächst Haurum für den BSV und im Gegenzug tankt sich Niederwieser nochmal durch und sorgt für eine komfortable 13:7 Pausenführung. Es hat ein bisschen gedauert, aber durch den Zwischenspurt sorgten die Metzingerinnen dann doch für klare Verhältnisse. Mit einer überragenden Madita Kohorst im Kasten, die mehr als die Hälfte der Würfe parieren konnte. Chapeau, nochmal zum Nachlesen, rot auf schwarz, bis gleich. Das First Class Alphotel Fortuna aus der Fortuna Hotelgruppe verfügt über 98 Standard- und Komfortzimmer. Für Tagungen, Hochzeiten und Festlichkeiten stehen Räumlichkeiten für bis zu 400 Personen zur Verfügung. Das Wintergartenrestaurant mit einer Terrasse im Grünen bietet seinen Gästen eine internationale und saisonale Küche. Wir sind zurück. Ja, trotz der 3 Ausfälle ist der Kader auch in der Breite sehr gut besetzt. Wenn man 2 Weltmeisterinnen von der Bank bringen kann, ist das schon ein Pfund. Die Laila Amega eröffnete die zweite Hälfte mit einem Doppelpack. Amega, Mega und Sie ahnen, was jetzt kommt. Zum ersten Mal 2020 das legendäre Zitat von Kollege Frank Fauser wie Weiland Clint Eastwood aus der Hüfte. Herrlich. Von Buxte kam dagegen kaum etwas, dafür eine Metzinger Bude nach der anderen, Marlen Zapf mit Saisontor Nummer 60. Damit ist die seit Dreikönig 30-Jährige mit der Rückennummer 2 Metzingens Nummer 1 in der internen Torjägerliste. Seit 2014 spielt Zapf ja für die TuS, nur Maren Weigl ist genauso lange dabei. So, Niederwieser legte nach, damit erneut ein 4:0 auf der Tussis, macht 10 Tore Abstand und nach 7 Minuten traf mit Paulina Golla mal wieder eine BSV-Spielerin. Die junge Truppe nun schlichtweg überfordert. Edina Rott wechselte weiter munter durch. Auch die jungen Wilden durften ran. Letizia Quist zum Beispiel, die ist gerade mal 18 und markiert hier Tor Nummer 18. Und das aus beinahe unmöglichem Winkel. Die Pink Ladies hatten Spaß, nur er konnte sich natürlich gar nicht freuen. Dirk Leun. Immerhin erzielte seine Truppe nun auch mal 3 Kisten am Stück. 2 davon durch Melissa Luschnat.
Das Polster wurde aber schnell wieder zweistellig, weil es eben meist zu schnell ging für die Gäste. Amega macht Landsfrau Bo froh, die bedankt sich artig. Bo van Wetering mit dem 21:12, Viertelstunde noch. Ein paar Szenen haben wir noch, beispielsweise diesen Schlagwurf staubtrocken in den Giebel durch Patricia Kovac, der sorgte für die nächste Auszeit. Die half nun auch nichts mehr. Zapf, Simone Petersen und wieder überwindet Bo van Wetering Katharina Filter, die Lea Rütter ablöste. Die Abwehr stand weiter kompakt, Kohorst musste kaum noch eingreifen und nach vorne ging's flott. Marlen Zapf am Ende mit 6 Toren die beste Werferin der Partie. Und noch so ein Schnellangriff. Petersen zu Clara Hartstock und die Kreisläuferin schnürte in den letzten 5 Minuten nochmal eben einen Dreierpack. So, Kamerakollege Phil ist schon unten, genau rechtzeitig für Tor Nummer 30. Und das erzielte mit Katharina Panzer, die jüngste im Team. Panzer wird erst im April volljährig. Der Unterbau passt in Metzingen, die zweite steht ja in Liga 3 auf Platz 1 und die A-Jugend ist in der Bundesliga auf Kurs Viertelfinale. So, und Clara Hartstock macht mit dem Schlusspfiff den Deckel drauf. Die TuS Metzingen schlägt den Buxtehuder SV am Ende deutlich mit 32:17 und hat nun 18:4 Punkte auf dem Konto. Nach dem Jubel gingen nun die Blicke alle auf die Auslosung, die ja, wie schon in den Nachrichten am Sonntag vermeldet, der TuS im Final Four im Halbfinale den Thüringer HC bescherte, also den Titelverteidiger. Im zweiten Halbfinale stehen sich Tabellenführer Dortmund und frisch auf Göppingen gegenüber. Gespielt wird am 23. Mai in Stuttgart und mehr dazu noch in dieser Woche. Jetzt gibt's erstmal die Stimmen zum Spiel, unterlegt mit weiteren Szenen. Herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg am Ende. Deutlich, es hat ein bisschen gebraucht. Ich sag mal, du hast auch dein Team ein bisschen im Spiel gehalten, ein bisschen ist untertrieben, waren einige Paraden dabei. Das passt jetzt insgesamt mit dem Endergebnis. Ja, das Endergebnis ist, denke ich, in Ordnung. In der ersten Halbzeit natürlich, ich weiß nicht, wie viele Gegentore wir dann hatten. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Problem war, da haben wir ein bisschen zu wenig Tore geworfen. Aber dann sind wir aus der Kabine gekommen, haben es eigentlich auch vorne besser gemacht. Natürlich, wenn man dann wechselt, sind wir noch ein bisschen unsicher gewesen. Aber insgesamt ist Buxtehude ein sehr gutes Team. Und wenn man so zu Hause gegen die gewinnt, dann kann man schon stolz sein. Also insgesamt wieder einen Schritt weiter jetzt auch nach dem Neckarsulm-Spiel. Es dauert ja ein bisschen jetzt auch wieder den Rhythmus zu finden. Ja, genau. Also wir haben jetzt die letzten 2 Spiele gut im Angriff gespielt, standen hinten nicht so sicher. Ich war nicht so gut drauf. Jetzt standen wir heute hinten sehr viel besser. Dann habe ich ein paar Bälle halten können. Und dann haben wir vorne am Anfang ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber es wurde dann auch besser. Und wenn wir so eine Leistung auf die Platte bringen, brauchen wir uns vor niemandem verstecken. Ja, am Anfang ist es ein bisschen schwierig gegangen, aber dann am Ende haben wir viel Tempo gemacht und haben wir souverän das ausgespielt. Am Anfang hat euch die Madita auch ein bisschen im Spiel gehalten, viele Paraden? Ja, Madita hat ein super Spiel gemacht, die hat uns richtig geholfen. Ich denke, ohne die wäre es noch mal länger spannend gewesen, aber ja. Aber am Ende steht ein klarer Heimsieg und ihr seid gerade im Moment gut drauf. Es hat jetzt ein bisschen gefehlt in Neckarsulm, ein bisschen in der Abwehr, aber heute dann mit 17 Gegentoren ist okay, also passt es insgesamt? Ja, ich denke, das passt. Wir sind auf einem guten Weg wieder nach oben mit der Abwehr und Angriff. Machen wir immer viele Tore. Ich hoffe, dass wir das so weitermachen können bis zum Mittwoch. Ja, also ich denke, vor allem Madita Kohorst hat uns da heute richtig dann den Kastenzug gemacht. Auch am Anfang war sie richtig wichtig. Dann kommst du, hast du mehr Selbstvertrauen und dann rollt das Ganze und freue mich sehr über den Heimsieg. Aber unterm Strich steht dann doch ein deutlicher Sieg mit vielen Toren und wenig Gegentoren. Ja, das stimmt. Ja, am Anfang war es, ich denke, in der Abwehr war ein paar Fehler, was man vielleicht verhindern konnte, aber Madita hat die andere die Bälle geholt und uns geholfen. Vorne waren wir nicht so ausgeglichen auf die beiden Seiten, da hat ein bisschen mehr Zug zum Tor gefehlt oder hatten wir auch Pech, wo wir Latte Pfosten geworfen haben oder einfach die Freie nicht reingehaut haben. Das war vielleicht das Problem in der ersten Halbzeit und ja, zweite Halbzeit, dann lief besser. Torwartleistung ist genauso stark geworden. Unsere Abwehr hat sich verbessert. Und einfach, wir haben sie müde gelaufen und einfach vorne einfache Tore gemacht und besser getroffen. Ja, natürlich, am Ende passt es sensationell. Am Anfang haben wir gut gestanden, der Madita überragend gehalten. Deswegen hätte Buxtehude fast ins Führung gehen können, obwohl wir auch vorne sehr viel verworfen haben und ein bisschen Pech hatten.
Ja, aber trotzdem, dann gingen wir, glaube ich, mit 6 Tore in der Halbzeitpause und 7 Gegentore. Und zweite Halbzeit war einfach fast alles gut. Am Schluss haben wir ein oder andere auch noch mehr zugelassen. Aber vorne haben wir immer Lösungen gefunden, glaube ich. 32 Tore kann man sehen lassen. 15 Tore Unterschied gegen Buxtehude. Ja. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Ja, jetzt freuen wir auf Mittwoch und sehen, was wir können gegen den amtierenden deutschen Meister. Genau, am Mittwoch steigt das Derby gegen Meister Bietigheim und zwar in Ludwigsburg. Die SG hat nur einen Minuspunkt weniger als die TuS. Ja, und Borussia aus Dortmund, die führt weiter das Tableau ohne Minuspunkt an. Also, das wird eine heiße Kiste am Mittwoch. Mehr dazu dann natürlich auch noch im Sportticker. Das war's aus der Öschhalle. Ihnen einen schönen Start in die Woche. Ciao.